Kardinal, der Katholikentag in Mannheim einen neuen Aufbruch wagen. Aufbruch hat auch was mit Aufbrechen zu tun. Was muss denn alles aufgebrochen werden, damit es vorwärts geht? Ja, ich glaube, es ist vor allen Dingen eine mentale Frage, sage ich oft. Also wenn die Christen der Meinung sind, wir sind sozusagen die Nachhut der Geschichte, unsere größte Zeit liegt hinter uns und jetzt geht es darum, so einigermaßen sich durchzuwurscheln, das ist kein Aufbruch. Also muss man das aufbrechen, ein Denken aufbrechen, das im Grunde genommen sich selber immer wieder vorredet, im Grunde sind wir eigentlich nicht mehr die Zukunft, wir gehören zur Vergangenheit. Das ist mir zu weit verbreitet und da übernehmen wir einfach das, was die Menschen unserer Tage manchmal von der Kirche oder vom Christentum denken. Also da muss was aufgebrochen werden, das ist eine mentale Herausforderung. Haben wir etwas Wichtiges zu sagen? Ist das Evangelium die Wahrheit? Ist Christus das Leben? Und ist das, was wir bezeugen wollen, auch etwas Wichtiges für alle Menschen? Also für eine lebenswerte Zukunft, für Gerechtigkeit und so weiter. Haben wir wirklich in unserer Botschaft etwas, was für die Zukunft von außerordentlicher Bedeutung ist? Oder sagen wir, naja, kann man so sehen, kann man auch anders sehen. Was würden Sie denn den Menschen jetzt sagen? Was ist denn das Bedeutende unserer Botschaft? Wenn Sie jetzt so... Ja, ich kann natürlich jetzt heute Morgen keine große Predigt halten, aber zunächst einmal ist natürlich die Mitte der Botschaft des Christentums ist eine Person, ist Christus. Und was er gesagt hat und dass wir ein Leben gefunden haben, was über das Messbare, über das Materielle, über das, was wir verstehen können, hinausgeht, dass wir in einem neuen Koordinatensystem leben können, einem neuen Magnetfeld, wo im Zentrum eben nicht Geld, Macht, Lebenshunger steht, sondern im Zentrum steht eine Person, die sagt, ich liebe dich, ich stehe zu dir, ich bin stärker als der Tod. Das ist erstmal die Grundhoffnung. Und das ist natürlich eine Hoffnung, die sich dann auch auswirkt in der Verkündigung des alltäglichen Lebens oder auch in der Frage, wie wir mit Wirtschaft umgehen, wie wir mit Politik umgehen. Also ich glaube schon, ich wüsste keine Botschaft, die jetzt im Grunde so umfassend auch das ganze Leben in ein neues Licht hineinstellt, wie es das Evangelium tun kann. Aber da müssen wir uns immer wieder auf den Weg machen. Deswegen Aufbruch. Zehntausende Menschen kommen hierher und feiern hier diesen Aufbruch, sind lebendig, feiern ein Fest des Glaubens. Zu Hause macht man vielleicht auf einen Sonntag die Kirchentür auf und die Kirche ist nicht ganz so voll. Naja, sie ist auch immer wieder gut besucht und ich erlebe ja auch viele Gottesdienste, auch die Pfarrer, nicht nur wenn der Bischof kommt, wo Menschen zusammenkommen. Es ist nicht so, dass es nur noch leere Kirchen gibt, das ist nicht wahr. Und natürlich gibt es Sonntag und Werktag. Es gibt das Alltägliche, wenn wir jeden Sonntag in der Pfarrei zusammenkommen, aber es gibt eben auch das Fest. Und ein solches Treffen wie hier oder die Heilig-Rock-Tage, wenn ich daran denke, in Trier, die mir sehr am Herzen liegen, oder eine Wallfahrt, die man macht, aber eben auch der Katholikentag, das sind besondere Ereignisse, die uns dann stärken, die uns wieder auffrischen, die uns wieder Mut machen, weil wir die große Gemeinschaft erfahren. Und dann kommt wieder der Werktag, dann kommen auch wieder die Dinge, wo man sagt, naja, das musst du jetzt in Treue auch durchstehen. So ist das halt im Leben. Jetzt sind Sie hier an den Stand des Erzbistums München und Freising gekommen. Ihr Heimatbistum war das so ein Stück, ich gehe jetzt in meine Heimat? Naja, das gehört sich schon so. Das ist ein Pflichttermin, aber es ist für mich keine Pflicht, sondern es ist auch eine Kür, Pflicht und Kür zugleich. Denn das ist klar, wir haben hier einen Stand und es war mir auch wichtig, dass das Erzbistum gut vertreten ist. Und da gehöre ich auch dahin und muss ja auch Dank sagen, wie viele hier stundenlang ihren Dienst tun und für unser Erzbistum werben und sagen, wir sind auf einem guten Weg oder wir machen dies und jenes. Nein, nein, da muss der Kardinal sich schon sehen lassen. Welche Gespräche wird Kardinal Marx hier noch führen? Oder welche Veranstaltungen sind Ihnen auch noch wichtig? Ich habe natürlich so viele Anfragen bekommen, dass manches parallel eben nicht geht. Einmal will ich schon auch ein wenig rumschauen und hören, was sich sonst tut. Dann habe ich ein wissenschaftliches Forum, wo es darum geht, was hat die Kirche beizutragen, wirklich zu einer besseren Welt. Auch wie kann die Wissenschaft dort ihren Beitrag leisten. Das ist am heutigen Tag der Arbeitnehmerempfang war mir wichtig, um die katholische Soziallehre auch bei den Gewerkschaften noch einmal in Erinnerung zu rufen. Morgen gibt es ein ökumenisches Forum, wie wir als Kirchen, evangelisch und katholisch, in dem ethischen Bereich, im sozialethischen Bereich, gut zusammenarbeiten können. Also es ist genug zu tun, aber es ist auch wichtig, so einfach dabei zu sein und sich sehen zu lassen und mit den Menschen zu sprechen, die einem begegnen.